It is not like it is, kann man sagen. Das Problem ist, wenn die invaden, sind wir ziemlich geschickt. Die haben übelst viel CC. Weißt du? Dieses Game ist einfach ein komplettes Meme für meine Teams. Kein Tank, kein Engage, kein CC. Also, sehr wenig CC. Full Tank, Full CC. Full Engage. So Leute, das heißt, wir spielen heute ein bisschen gechillter. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir konzentrieren uns ein bisschen mehr. Versuchen ein bisschen Elo zu machen. Merkt man einen krassen Videounterschied, während man während Events zockt? Ja, definitiv. Also, ich habe mir gesagt, ich streame halt trotzdem. Oh no. Ich bin wirklich. Leute. Hallo! Ja, ich hole mir jetzt trotzdem den Red Buff, mega. Wenn ich jetzt gehe, da weg, Bruder. Alter. Also ja, okay, ganz. Eigentlich ist es gar nicht so bad, wie ich dachte. Das Problem ist, dass er, glaube ich, den Falschen angeflasht hat, der Fizz. Also die Idee war gar nicht so bad, aber. So, ja, so, ja. So gründlich, so glatt. Weil ja, die Klinge immerhin ist Ramos tot. Und wenn ich jetzt seinen Red Buff nehme, dann. Alter, mein Red Buff wurde aber auch geklärt. Ja, ich meine, ich hätte hingehen können, aber. Ja. Man hätte. Ja, keine Ahnung. Waren halt unterschiedliche Entscheidungen, die da getroffen wurden. Na gut, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Buff. Nur kein Flash ist das Problem. Wenn jetzt Zoe kommt, dann bin ich ziemlich gefickt. Oh Mann, ey, was passiert? Kann nicht einfach jeder in seinen eigenen Scheiß-Jungle gehen? Wäre das nicht eine Möglichkeit? Ist das nicht eine Möglichkeit, dass jeder in seinen eigenen beschissenen Jungle geht? Fuck this game. Aber ich bin überhaupt nicht healbar, deswegen ist es gar kein Problem. Ich brauche eh keine Buffs zum Jungle, also brauche ich halt legit nicht. Stefan 329, also es geht halt um XP und Geld, das ist halt ein bisschen räudig. Stefan 329, vielen Dank für den Sub, herzlich willkommen. Er fängt auf jeden Fall schon wieder richtig sahnig an, aber ist kein Problem. Red Buff ist halt immer ziemlich gut zum Ganken. Aber, ne, ich sehe da kein Problem. Außer wenn er jetzt nochmal kommt, dann wäre ich ein bisschen, dann würde es mich ein bisschen nerven. Na, einen Buff würde ich schon gerne haben zum Junglen aktiv. Das Problem ist halt, dass wir viel zu viel AP-Damage haben. 3 AP-Lane in einem Team ist nie gut. Wir müssen nämlich richtig früh Void-Stiff bauen. Für mich ist das nicht gigaschlimm, weil ich auf meiner W 35% Magic Reduce habe. Aber es wäre natürlich trotzdem geiler, wenn die Gegner keine MR haben und du davon 35% abziehst, als wenn die Gegner 1000 MR haben und du davon 35% abziehst. Ja. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Hallo Gerrit, guten Tag. Buffs sind für Schwächlinge. Ja. Schauen wir mal. Ja. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt auch erstmal kurz nicht ganken kann, weil ich einfach. Oh Gott, Leute, das fängt direkt wieder an hier, du. It's still happening. Ich sehe das größte Problem immer noch in unserer Combo, nicht in dem, wie es gerade läuft. Die Zoe wird noch sehen. Sehr gut. Das heißt, wir nehmen erstmal schön ein bisschen was mit. Ne? Mit Evelyn kann man auch einfach richtig gut Jungle killen. Ich glaube, es ist egal, wie weit du behind wärst im Jungle. Du könntest immer ziemlich gut den Jungle wegböllern. Es gibt ja so Champs. Welche Champs fallen euch ein? Ich weiß zum Beispiel, dass Chaco, wenn du mit Chaco im Early Game 1-2 stirbst, ist komplett over. Kannst komplett vergessen. Ohne Buffs. Ist einfach RIP. Bei Hecarim ist, glaube ich, auch relativ ähnlich, weil der einfach überhaupt kein Mana hat im Jungle. Beziehungsweise der braucht unendlich viel Mana. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch Champions, die überhaupt nicht klarkommen? Wahrscheinlich so Tanks. Weil die einfach keinen Clear Speed haben im Early Game. So was wie. Also Ramos geht. Aber. Ja, weiß nicht. Könnte ganken, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Wir können ja mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Summoner. Wirklich jetzt? Der killt uns halt legit bald, oder was? Okay, er hat kein Flash mehr. Unlucky für dich, hätte ich gesagt. Jetzt können wir auch ein bisschen mit durchpushen. Der Teleport hat er nicht. Na schön. Ja, darüber. Das ist, wo der Jungler teilweise. Es gibt halt diese Jungler, die nur ganken und darüber kriegen sie halt ihre XP. Geil, guck mal, alle Gegner gestorben, Leute. It's welcome. Also nicht alle, aber viele. Welcome, welcome. Niederle, ich glaube, Niederle geht. Volibear.
Twitch, ja, Twitch. Twitch ist das allerbeste Beispiel, glaube ich. Na, Filz, du musst ein bisschen gucken, dass du weniger intest, dann kann ich auch gleich ganken. Aber nur dann. Der ist immer noch da. Die Frage ist, ist das greedy? Ja. Jetzt ist Giga Greedy, vor allem weil ich gerade die Pflanze ausgelöst habe, das wollte ich auch nicht. Ich habe aus Versehen drauf geklickt. Das ist Giga Greedy. Wir ziehen im. Oh, egal. Man muss auch mal Greed eingehen. Das Problem ist, dass mein Smite jetzt gleich erst ready kommt. Man muss auch mal Greed eingehen. Na, aber schön. Danke dir. Nehmen wir mit. Guck mal, jetzt habe ich sogar beide Buffs von ihm gehabt. Rein theoretisch. Dass ich den einen wieder abgegeben habe, vergessen wir mal. Guck mal, damit ist unser Jungle Clear. Ist der Fist ein Duo? Der Fist ist der Fördner. Und der Turbo intet gerade. Aber ist nicht schlimm. Passiert. Ne? Ich habe ihn ja. Ich werd das schon machen. So. Blaue Machete. Ein Buch. Und ein Dark Seal. Schön für AP am Start bringen. Ah, nee. Kann ich noch zurückgeben? Schuhe wären schon cool. Ich glaube, ich hätte lieber Dark Seal statt Buch, aber ist jetzt zu spät. Ich glaube, Twitch ist wirklich der schlimmste Champion. Wenn Twitch behind ist, ist GG. Also ich glaube, wir holen uns erstmal meinen Red Buff, bevor der gleich wieder weg ist. Was man aktuell sagen kann, damals wurde halt auch richtig viel gecountert, Alter. Er hat echt Probleme da in der Mitte. Damals wurde richtig viel gecountert, jungled. Du bist hier hingegangen und musstest Angst haben, dass da Leute pushen. Das passiert gar nicht mehr eigentlich. Du hast nie Leute, die ich counter jungle. So, kann ich da was machen? Ich bin sofort unterwegs. Lass mich nur eben den Buff mitnehmen. Lass mich eben den Buff hier nehmen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich bin Level 5, sie ist Level 6. Aber ja, das könnte doch klappen. Jetzt. Hin, flashen, B, Q, Bam und later. Schön. So, jetzt gucken wir, ob Tony da ist. Nee, das heißt, wir gehen jetzt straight zur Top-Lane rüber. Wir helfen ihm dann mit reinpushen. Tun wir das? Nee. Auto-Tech. So, jetzt gehen wir. Wir machen Vögel into Top-Lane. Du meinst den guten alten Don Arz, den guten alten 1.25 Don Arz? Ja, ich meine, im Prinzip damals bist du. Also, kennt ihr noch den alten Chaco? Wenn du im Gegnerteam Chaco gesehen hast, dann war es ganz sicher, dass der bei dir irgendwo rumhockt. So, wir sind Level 6, very geil. Da war das 100% sicher, dass er irgendwo in deinem Jungle hockt und dich abfuckt. Ist mittlerweile unglaublich selten. Oh, er geht giga deep. Aber das sollte klappen, da wollte ich nicht mal ulten. Ist leider eine Sekunde zu spät. Ich bin aber ziemlich gut im Game jetzt. Sieht zwar platzmäßig nicht so aus, aber wir haben berücksichtigt, wie wir angefangen haben. Ist natürlich jetzt trotzdem etwas gräudig, dass alle inten. Naja, alle nicht, aber wir nehmen den hier noch mit. Leute, sollen wir? Sollen wir, ich glaube, ich muss halt echt gucken, dass ich... Ich muss eigentlich alle Lanes helfen, aber... Ich glaube, ich helfe noch einmal Midlane. Zweimal Toplane und dann dreimal Botlane. Scheiße. Ich wollte halt sagen, ich muss mich auf Botlane und Toplane fokussieren, damit wir AD-Damage im Team haben. Und Instant Win in Apex. Ja, Wilkem. Ich appreciate die Musik sehr gut. So, wir bleiben mal hier oben around. Würde natürlich gleich gerne shoppen gehen, aber... Also, ich würde gerne hier ganken. Er ist aber gerade ein bisschen... Let Top Push... And I gank. Vielleicht sind Wölfe hier, die würde ich noch nehmen. Nee. Ich habe ja auch noch Ultimate. Ich sehe mich da, aber diven sehe ich mich nicht ganz so, wenn ich ehrlich bin. Weil er ist immer noch Ornn. Ornn. Der geht very hard nach vorn. Nice. Smite drauf. Scheiße. Ja, nice. Scheiße, okay, er ist geflasht. Na gut, und da kommt eine Ult. Kommt hier Ramos? Nee. Ich? Wieso ich? Hä? Ist jetzt, hä? Hä, der intet doch. Der, hä, der hat jetzt zweimal geintet. Der hat dreimal hä? Ja, okay. Ein Plate? Nee, wir gehen jetzt, wir müssen auf Base, Leute. Also, ich glaube, ich sehe mich auf dem Majors. Seht ihr mich auch auf dem Majors? So. Need to camp bot now. Wie verliert Jinx die Bot? Ja, also Jinx ist kein guter Champion. Also ich, eigentlich habe ich nicht darüber überhaupt nachgedacht, dass die Botlane mal gewinnen. Ich meine, okay, Brand ist halt der Faktor, warum die, glaube ich, gewonnen haben, aber Nautilus Tristana böllern halt viel mehr als Jinx. Hast du eigentlich auch Anno, Kathrin? Oder wieso bist du so Anno-affin? Kann man affin sagen? Affin? Ist das ein Wort? Ja, ist ein Wort, aber ist das das richtige Wort?
Ornn hat halt komplett geintet. So sauber. Also, so dass er mich geultet so hat und dass er überhaupt nochmal reingekommen ist. Hallo, Betty. Welcome, welcome, welcome. Ich bin da. Ich weiß nur nicht, ob das klug ist, weil ich kein Ulti mehr da. So gründlich, so glatt, weil die Klinge zwei Schneiden hat. Ich bin aber auch einfach die Gank-Jungle-Kanone. Bitte mach ihn kaputt. Wäre das okay, ohne dass ich sterbe? Danke. Ich bin einfach der Gank-Lord. Vielen Dank auch nochmal. Im Moment, ich muss eben kurz hier auf mein Leben klarkommen. Scheiße, okay, das wird nix. Ich bin einfach Gank-Lord, Leute. Ich hab 0-1 angefangen, steht 3-1-3. Very welcome. Wir haben gleich noch eine Ult. Vielen Dank an Apollo und an Betty. Vielen Dank euch beiden. Ich liebe Anno seit Anfang. Das Lieblings-Anno war 14.4. Echt? Okay, Crank. Vielen Dank euch. Nice! Welcome. Vielen Dank. Hoffe, es geht euch gut. Heute ist es ein bisschen chilliger, ist aber auch okay. Kann ich mich ein bisschen mehr aufs Game konzentrieren. Ihr könnt ein bisschen chillen, ein bisschen grillen, ein bisschen swillen, was auch immer ihr tut. Ich glaube, wir gönnen uns mal den Drake. Leute, seht ihr mich auf dem Mage-Rise? Bitte jetzt bestätigen mit ja, ist gut. Ich glaube, ich gank direkt nochmal Botlane, Leute. Wobei ich eigentlich meinen Mage-Rise erstmal kaufen müsste, aber... Ocean Drake ist ziemlich gut auf Evelynn. Damit man die letzten HP, die immer fehlen, auch wegreckt. So, wir gehen direkt straight für noch ein Gank. Ne, ihr müsst richtig exzessiv ganken mit Evelynn. Ne, so nämlich. Das reicht leider nicht. Aber, na schade, Jinx-Rakete hat es nicht mehr. Ne, ist okay. Da ist nochmal Zoe. Okay, das war's dann wohl. Ja. Okay. Also hier unten ist auf jeden Fall Action angesagt, kann man so sagen. Die könnte ich rein in der Theorie ballern, aber nur in der Theorie, weil ich habe halt keine Ult irgendwie. Hätte nur den Stun landen müssen, das wäre geil gewesen. Aber es passt. So, gehen wir mal schnell shoppen. Ah, ich komme nicht in die Base, Leute. I'm not coming into the base. Aber ist fein, das läuft richtig gut gerade. Wir müssen natürlich nur gucken, weil die Gegner haben viele Tanks. Und Tanks sind einfach... Oh Gott, es geht schon wieder weiter. Tanks sind einfach... Du musst auf Tanks nicht gut sein. Bei Evelynn auch ein Tipp, immer ganz viel laufen, damit ihr eure Luden-Stacks da aufsammelt. Gefährlich. Mir fehlt ein bisschen Geld, dann könnte ich mir Schuhe und... Ja, komm, ich würde sagen, gehen wir einfach nochmal runter. So sauber, so gründlich, Engage. Ich habe 2 Sekunden auf Ulti, würde ich gerne noch warten, wenn es irgendwie geht. Vielen Dank, Engage. Klar, hat sie mich gesehen? Nee, oder? Vielen Dank. Welcome. Ja, komm, aber ja, okay, er kommt nochmal zurück. Ja, Rip. Vielen Dank für den Sub. Herzlich willkommen. Wir wissen aus Wukong Mini Rework. Ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Was wird denn gemacht? Wukong ist gerade auch wirklich schwach. So, wir haben genug Geld, Leute. Wir porten hier back. Falls also irgendwas passieren sollte, wäre ich da. Ne, das ist aber mal eine gute Idee, so in der Nähe. Guck mal, Botland Tower ist weg. Schön. Ne, genau, that's what I called. That is exactly what I'm freaking called. Ach, hätte ich nicht. Aber ist okay. Ich muss jetzt mal unbedingt shoppen, Leute. Unbedingt. Oh Gott, Leute. Ich komme nicht in die Scheißbasis. It's not happening. So, wir müssen warten, bis deine Scheißrüstung weg ist. Okay, es wird nichts, oder? Ein Auto-Tag wäre geil. Nice. Ich komme nicht. Es geht nicht, Leute. Ich komme nicht in die Base. Dann nehmen wir die hier noch mit. Fucking happening well of hell. So, hier habe ich nur den großen geklärt, damit das nicht resettet. Na ja, dann nehmen wir noch den Taunty mit. Wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr früh Void Safe kaufen. Die Gegner werden richtig früh MRs decken. Aber wir haben immerhin auch 2 Adela im Team, das ist ganz nett. Guck mal, hier ist sogar Armor. Die kaufen Armor, what the fuck? Hä, die gehen alle Armor, sind die dumm? So, Mage-Rise ist meine Freunde. Sind die dumm? Ich glaube ja. Schön. Mein Red Buff wurde geklaut. Tristana ist schon wieder unten. Leute.
Seine Clowns machen jetzt Auto-Tags auf nahe Ziel, anstatt nur noch rumzustehen und dann zu platzen. Ja, aber dann sieht man ja sofort, wer der Richtige und wer der Falsche ist, oder? Sehe ich das verkehrt? Neue Challenge, Nini Bells, ja, so ungefähr. Scheiße, ich glaube, ich sollte runter. Aber ich habe keine Ult. Ohne Ult mit Magis ist gefährlich. Und ich würde den auch eben gerne haben. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin unterwegs. Ich hoffe, er stirbt kurz nicht. Jetzt. Ja, okay, das war turbulent, aber ist okay. So, sie springt jetzt genau auf mich zu. Ich habe Ult, aber... Ja, mach... Oh, Rit! Oh, okay, das war... Also... Ich wollte die Ult eh nur nutzen, um wegzukommen. Also, es war jetzt nicht schlimm. Aber... Warte noch kurz und jetzt. Ja, welcome, 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 welcome. Ab und zu passiert mir das, wenn ich... Ich glaube, das sind so... Ja, was heißt Panik? Ich hatte jetzt gerade nicht richtige Panik, aber wenn es in Richtung Panik geht, dass ich die Ult in die falsche Richtung mache. Das passiert ganz selten. Nicht oft, aber ab und zu. Ich finde den rumstehende Wukong ist ein Verdächtiger. Nee, ist es eben nicht. Also, kann man darüber diskutieren. Ich weiß jetzt halt nicht, wie diese autotackenden Klons aussehen. Aber, du kannst ja mit dem rumstehenden Klon trollen, indem du einfach selber ihm kurz S drückst. Ja, dann stehst du ja selber rum. Das geht ja auch. Ja, das ist jetzt potenziell nicht so gut. Gut, dass sie keinen Auto-Tag gemacht hat. Dann nehmen wir uns noch einen Airdrake. Der Airdrake ist richtig OP auf Evelyn. Ja, wenn du jetzt einfach S drückst, dann könnte das halt der Wukong sein, ne? Also dann könntest du halt andeuten, ob du... Aber ich verstehe schon den Punkt. Verstehe ich. Es kommt halt drauf an, was du daraus machst, so, ne? Hätte ich gesagt. So, 680 macht das Smite. Wer ist das da? Naudilus. So. Ich würde gerne mir einen Stab kaufen. Brauchen wir mal eben hier noch so einen Grom. Vielleicht noch Wölfe. So. Können wir mal eben kurz shoppen gehen. Shoppen, 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 shoppen. Er steht schon 5-1 und kommt jetzt einfach nicht in die Welt. Ja, der Arme. Wirklich. Arme, der Arme, der Arme. Oh, wir haben aber 13, 10. Das Gute ist, wenn du so viel AP auf Evelyn hast, wir haben jetzt schon 300 bei Minute 18. Unsere Pässe fragt 1100 bis 200 AP und wir haben 1400, also fast full life. Ich habe halt leider die Änderung auf Wukong nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ups. Das ist natürlich ein bisschen auffällig. Kann sein, dass der Tobi der Carry ist? Aktuell kann man das so sagen, ja. Also ich hätte auf jeder Lane viel Impact. Mid Lane nicht ganz so viel. Aber da habe ich, glaube ich, auch einmal habe ich sie, glaube ich, gekillt. Aber Toplane habe ich Impact gehabt, viel. Und Botlane auch. Also man kann sagen, dass ich ziemlich hart gecarried habe bisher. Oh, ich sehe hier ganz viele Stacks. Ganz viele Stacks sehe ich hier. Allerdings sehe ich auch Int. Na gut, das passt schon mal. Machen wir noch Biss und Charm drauf, werden unsichtbar. Charmen sie und sterben jetzt leider. Aber meint. Ich glaube, ich hätte nicht flashen müssen, aber für Stacks flashe ich auch gerne, Leute. Also, da bin ich mir nicht zu schade. Ich glaube, die Gegner sind schon tilted, weil Rammus Toplane pusht. Wenn der Tank die Sideline pusht, mit Rammus geht's noch, aber... War schon gespannt auf deine Meinung. Also, ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr gerne Wukong gespielt. Ich weiß nur, dass sein Jungle hier aktuell richtig kacke ist. Man will ja auch nicht Verdena nach vorne bringen. Das Ding ist, bei Verdena... Ab und zu hat er so, zwar so Turbo-Int-Momente, so wie in dem Game, aber er kommt meistens halt wieder rein. Aber bei Verdena kann man sich meistens sicher sein, dass er seine Lane nicht Turbo-Intet, beziehungsweise sogar oft gewinnt. Bei den anderen Lanes, gerade die Top-Lane-Inten halt fast immer, deswegen ist es eigentlich besser. Kann man halt drüber diskutieren. Würdet ihr lieber euren Mate ganken, wo ihr wisst, hey, der holt wahrscheinlich was raus? Oder lieber die Lanes, wo ihr wisst, hey, wenn ihr die nicht gankt, werden die Turbo-Inten? Das ist halt echt schwer zu sagen eigentlich, ne? Aber wir müssen halt wirklich gucken, dass wir nicht throwen, weil die haben halt drei Tanks und Tanks sind... Die verzeihen unglaublich viele Fehler. Die kommen einmal ins Late, die sind halt aktuell noch nicht Tank und die haben alle keine MR. Die kommen einmal ins Late und sind wir gefickt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir Dinge machen. Irgendwelche Dinge müssen wir tun. Die sind gerade meilenweit behind, glaube ich, aber... Die Frage ist, wie lange bleibt das so? Wirklich?
Ich hätte fast beide haben können. Marmeladenglas. Und sie springt einfach darüber. Ich dachte, sie läuft mir mitten in die Hände und ich springe einfach so schräg drüber. Die alte olle Foot, du. Die alte olle Foot. Ja, was mit dem, Leute? Ups. Ja, an dem mache ich jetzt nicht so viel Schaden. Ich habe leider nichts. Aber okay, ein Flash haben wir bekommen, ist auch okay. Das Problem ist, ich weiß, es kann halt gut... Ich bin gigabig im Game, sind wir uns einig. Es kann halt aber echt gut sein, dass wir das Game noch verlieren, weil... die halt einfach Tanks haben. Ich habe keine Ult. Ich meine, dafür haben wir Jax. Das ist schon mal keine schlechte Voraussetzung. Das ist keine schlechte Voraussetzung. Ich darf den Ramos nicht angreifen, wenn er sein Shield hat. Ich mache keinen Damage an den Boy. Überhaupt keinen. Ich brauche und ich gehe jetzt als nächstes direkt Void Staff kaufen. Sofort. Wir sollten vielleicht einfach mal Baron machen. Können wir das machen oder ist das zu greedy? Damals hat man... Kennt ihr noch die alte Evelyn? Mal kurze Frage. Damals hat man auf Evelyn immer... Stundenglas und so ein Krempel gebaut. Die alte Evelyn hat ja so eine Fläche gemacht. Ich weiß nicht, ob das greedy ist. Kann übel greedy sein, weil überhaupt niemand da ist. Aber die Gegner wissen halt, glaube ich, nicht, dass wir hier sind. Aber könnt ihr bitte kommen? Ich habe schon ein bisschen Angst. Vor allem, ich habe keine Ult. Es könnte so ein Turbo-Hit-Moment werden. Smite macht 800. Boah, wenn ich jetzt meine Stacks verliere, weil ich hier sterbe. Kann ich mal kurz shoppen? Ich glaube, Rabadon, Wolzef kostet 2,6 oder so. Bilio, gestern, von Gold 2 auf Platin 3 gekommen. Ja, das ist ja richtig geil. Vielen, vielen Dank. Findet ihr eine neue Eve besser? Ja, also man kann über die Reworks immer diskutieren, aber die Reworks sind immer besser. Man kann darüber diskutieren, ob der Geist des alten Champions erhalten bleibt. Das möchte ich zustimmen. Zum Beispiel, Nunu. Oder sagen wir Galio. Galio ist, glaube ich, das beste Beispiel. Galio ist halt irgendwie nicht mehr Galio. Sind wir uns einig? Ramos war, glaube ich, gerade hier, oder? Galio ist nicht mehr Galio, so. Aber dass der neue Galio besser ist als der alte, sind wir uns wahrscheinlich... Der alte war nicht gut, der war scheiße. Also die Reworks sind schon... Und es gibt halt Reworks, die wirklich gigageil sind. Zum Beispiel Akali, Irelia, Katarina. Das sind Reworks, die sind einfach unglaublich gut gelungen. Aber die ganz alte Eve hatte eine Ye-Ult. Ganz, ganz, ganz alte Eve, Leute, konnte stunnen mit der E. Sie kam aus der Unsichtbarkeit, hat dich gestunnt. Und die, war die ganz alte Eve nicht auch komplett unsichtbar? Bis sie hin... Sie konnte... Ja. Sie konnte hinter dir laufen und so. Und dann hat sie dich geäht. Gestunnt. Macht der Baron nicht mehr Damage, wenn man hinter ihm steht? Ja. Aber wenn du hinter ihm stehst, dann wirst du halt nicht so schnell angegriffen, falls Gegner kommen. Würde ich so sagen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Bitte nicht sterben. No. Fuck, diese diese CC-Kacke, ne? Das ist eigentlich das... Guck mal, hier könnte man auf 0 Damage und wir dürfen nicht throwen. Guys. Also ich hab... Ja, also ich hab ein bisschen mitgethrowt. Don't throw, please. They are tank heavy and when they get into late, we are fucked. Die werden halt giga viel im Airstacken bald. Na, die fangen jetzt alle an, langsam im Air zu kommen. Guck dir das an hier. Na, dann wird's halt richtig ekelhaft. 5 bis 6 sind noch okay. Also, unsere Garantie ist so ein bisschen Jax halt. Das ist gut, Jax und Jinx, die machen halt schön AD-Damage. Aber, ich höre ein bisschen an Swain. Der neue Swain ist zum Beispiel auch... Ja, man kann jetzt wieder diskutieren. Der neue Swain hat überhaupt nichts mit dem alten Swain zu tun. Außer, dass er irgendwie Vögel hat, aber... Ne? Ja. Naud ist auch gestorben. Ja, also klar haben wir gerade jemanden gekillt.
Stoppuhrpflicht mit mir etwas, also viel, naja, also ich hätte die 600er Stoppuhr kaufen können, ja, aber maximal das. Ja, okay, das war ein interessanter Flash. Können wir den Tower schnell machen? Sehr gut, können wir den machen? Also ich empfehle euch immer wieder unsichtbar, nicht die ganze Zeit da rumstehen, sondern einfach wieder unsichtbar werden und dann wieder erneut einen Move machen. Okay, das sieht gut aus, ich glaube wir haben gewonnen, sehr schön. Also ich glaube das Game habe ich wirklich 1v9 gecarried. Klar waren meine Mates dann nachher auch nicht bad, aber Toplane hat gesackt, Midlane hat gesackt und Botlane hat auch geworfen. Also am Anfang des Spiels. Und guck mal, mein Game hat giga schlecht angefangen. Heilige Scheiße. Heilige, heilige, heilige Scheiße. Ja, das Welcome, ne? Also, es geht. Schön, 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 schön.